muss ein wiedergeborener Christ um den Empfang des Heiligen Geistes bitten, gemäß Lukas 11, Vers 13? Muss man Gott darum bitten, den Heiligen Geist zu empfangen? Ist das denn auch dann die Geistestaufe? Diese und weitere Fragen werden jetzt beantwortet, also bleibt dran. Lukas 11, Vers 13. Zu diesem Zeitpunkt war der Geist Gottes, der Heilige Geist, noch nicht auf der Erde. Und in dieser Aussage geht es darum, dass die Gläubigen, die den Vater bitten, diese werden den Heiligen Geist empfangen. Dabei geht es aber nicht um den Empfang der Person des Heiligen Geistes, sondern um die Wirkung des Heiligen Geistes. Es fehlt hier der Artikel. Es heißt hier nicht, er wird den Heiligen Geist geben, sondern es heißt, er wird Heiligen Geist geben. Also es geht hier um den Empfang der Wirkung des Heiligen Geistes. Und da zu diesem Zeitpunkt der Geist Gottes noch nicht auf der Erde war, war diese Bitte angebracht. Die Gläubigen sollten um die Wirkung, um den Einfluss des Heiligen Geistes bitten. Der Geist Gottes kam erst später auf die Erde. Nachdem der Herr Jesus aufgefahren war, sandte er den Heiligen Geist auf die Erde. Und das geschah explizit an dem Ereignis bei Pfingsten, an Pfingsten. Da kam der Geist Gottes auf die Erde und er nahm Wohnung in den Gläubigen. Dieses Ereignis ist explizit die Taufe mit dem Heiligen Geist. Das war ein einmaliges, explizites Ereignis. Und mit diesem Ereignis wurde die Gemeinde Gottes, der Leib Christi, geschaffen. Das war also die Taufe mit dem Heiligen Geist. Und seitdem wird jeder Mensch, der sich zum Herrn Jesus Christus bekehrt, jeder Mensch empfängt den Heiligen Geist. Der Heilige Geist nimmt Wohnung im Gläubigen. Das nennt die Bibel auch versiegelt werden mit dem Heiligen Geist oder getränkt werden mit dem Heiligen Geist. Und der Geist Gottes bleibt in den Gläubigen in Ewigkeit. Also ein separates Ereignis, die sogenannte Geistestaufe, an dem der Gläubige dann den Heiligen Geist empfängt, das ist falsch und unbiblisch. Das war das singuläre, einmalige Ereignis an Pfingsten. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und geholfen, das Thema besser zu verstehen. Falls du aber noch weitere Fragen oder Anmerkungen hast, schreibe diese gerne in die Kommentare. Und wenn du noch weitere hilfreiche Videos sehen willst, dann abonniere doch am besten gleich den Kanal und schaue dir nun dieses hilfreiche Video an.